Moin, sagt man, glaube ich, bei euch, ne? Hi, ich bin Fabian von Everyone Energy. Ich mache seit ungefähr 13 Jahren, arbeite ich in der Energiewende. Und in den letzten 13 Jahren, wenn ich so zurückgucke, ist unglaublich viel passiert. Viele Sachen haben sich verbessert, das ist eine super Nachricht. Ich gucke aber auch ehrlich gesagt immer mal so ein bisschen neidisch, schon beinahe, fast ein bisschen beleidigt auf andere Branchen und was da so alles passiert ist. Ich kann jetzt mit drei Klicks auf einer App, kann ich mir einen Tesla ausleihen, kann da einsteigen, den irgendwo abstellen, alles fein. Oder bei zwei Klicks kann ich mir bei Amazon einen Fernseher kaufen und morgen steht der vor meiner Tür. Aus User-Sicht haben ganz viele Branchen sich fast schon revolutioniert. Und in der Energiewende ist das aber irgendwie nicht so aus User-Sicht. Ich muss immer noch, wenn ich heute als Otto-Normalmensch das Bedürfnis habe, irgendwie beizutragen, eine PV-Anlage zum Beispiel zu besitzen, zu betreiben, zu haben, muss ich über wahnsinnig viele Stöckchen springen. Ich muss irgendwie technische Fragen beantworten. Ja, wie viele Module kriege ich auf mein Dach? Lohnt sich das überhaupt? Ist da was verschattet? Ja, ich muss ökonomische Fragen beantworten. Wann wird sich das rechnen? Wie sehen die Cashflows aus? Und ich habe ganz, ganz viel Regulierung. Ja, wir zählen in Deutschland momentan ungefähr 20 bis 25 unterschiedliche Geschäfts- und Betriebsmodelle, ja, von Anlagenpacht, was Enpal macht, Power Contracting, PPAs, Volleinspeisung, you name it. Und das ist gelinde gesagt das User Experience Tal des Todes. Und da müssen wir irgendwie rauskommen. Und wie dieses Rauskommen aussieht, heutzutage ist das so, dass es irgendwie gut ausgebildete Fachkräfte gibt, die in den Stadtwerken bei den Installateuren sitzen und manuell Menschen an die Hand nehmen und die durch diesen Prozess führen. Das machen sie auch gut, aber wir haben ein bisschen ein Problem mit denen. Mit denen kriegen wir diesen Markthochlauf, von dem Tim, von dem Volker Quaschning heute gesprochen haben, mit denen kriegen wir das nicht hin, weil die wachsen nicht auf Bäumen und die sind wahnsinnig teuer. Das heißt, spätestens hier müssen wir uns über Prozessautomatisierung Gedanken machen. Mal kurz Hand hoch, wer hat das schon mal gemacht, intern? Ja, immerhin ein paar. Wer hat sich über Fachkräftemangel schon mal Gedanken gemacht? Sehr schön, es sind schon mal ein paar mehr. Wir sind überzeugt davon, dass das Thema Automatisierung eben auch solcher komplexer Beratungsprozesse ein Stück weit die Antwort darauf sein kann, wie wir auch mit einem Fachkräftemangel umgehen, heute und in Zukunft. Wir haben dazu was entwickelt. Wir haben genau dieses Experten-Know-how, was man braucht, um diese nonlinearen Prozesse abbilden zu können, haben wir in eine Software gepackt, die wir als White-Label-Lösung unter anderem Stadtwerken anbieten. Und wenn das für euch spannend klingt und nach einer Lösung, dann sprecht mich gerne danach an. Und jetzt noch viel Spaß. Danke.